Oh, hallo! Da bist du ja schon wieder. Cool, das hat geklappt. Nice! Ja, willkommen! Ja, hallo! Das hier ist auch schon die nächste Folge. Schön! Von Kingdoms Reborn. Und ja, Reborn es ist, aber hat noch einen Weg vor sich ein bisschen. Oh Gott. Tobi, warum erschröckest du? Autosave. So, wie sieht's denn aus mit dem Essen? Die brauchen immer mehr, kriegen immer weniger. Sehr gut. Das ist geil. So. Oh Gott. Junge, Junge, Junge. Okay, ich muss mich langsam auch ein bisschen um Nahrung kümmern. Habe ich das Gefühl. Sonst werden wir bald alle sterben. Und das will ja nun fast niemand, außer mir. Mir ist egal. Muss ja auch mal ehrlich sein, ne? Ding, 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 ding. Boah, Alter, hier hinten könnte ich so guten Jäger hinbauen, ne? Der wird hier so aufräumen. Oh, ich würde im Fleisch so schwimmen. In geilem, frischem Fleisch. Na, wenn sie es dann wegräumen, ne? Ist ja auch immer so eine Sache. Ja, wahrscheinlich nicht. Hier liegt ja auch immer noch das Holz überall rum. Alter, überall! Was ist das denn hier? Ich verstehe das aber auch mit den Schweinen nicht. Warum räumen die nicht? Warum töten die nicht? Ich glaube, fürs Holz brauche ich ein neues Lager, ne? Weil die Leute. Das Lager da oben ist. Oh, mein einziges Holzlager ist voll, deswegen liegt das Holz überall rum. Ja, da muss ich wohl noch ein kleines Lager bauen. Ich baue das mal hier hin. Kommen vielleicht auch noch Steine von oben. Hier so ein bisschen. Na, warte. Completed? Was? Achso. Die bauen hier halt. Auf einmal bauen die alles. Das kommt davon, wenn man das auf Automatik stellt, Toben. Und die Häuser stehen alle leer. Also nicht alle, also zwei Häuser stehen hier gerade leer. Okay. Ich mach dann hier einfach noch ein paar Lagerhäuser. Oder vielleicht nee, hier unten lieber nicht. Lieber hier in die Richtung. Mach ich noch ein paar schöne Lagerhäuschen, Kabäuschen. Oh, meine Steinminen sind fast ausgeschöpft. Ach du heilige Scheiße. Herr Jemine, Tobias. Herr Jemine. Na, Potzblitz. Sapperlot. Was bist du jetzt tunend? Nicht. Ihr habt keine Steine mehr, ne? So, warte, das mache ich am besten. Ich mache das so rum. So, so. Plump. Hast du schon mal probiert, deine Taxes zu erhöhen? Ich habe gar keine Taxes, glaube ich, oder? Ich habe es auf Medium. Wo erhöht man die Taxes? In deiner Burg. Ich habe keine Taxes. Ich habe Bier-Tags, mehr habe ich nicht. Nein, du hast keine Taxes eingestellt? Nö. Also du hast die geforscht wahrscheinlich bei Dings oben, ne? Ich brauche keine Taxes, wozu? Erik, Steuern? Tobi, ich brauche keine Steuern von meinem Volk, weil das Wirtschaftssystem floriert. Okay. Wie viel Plus hast du gerade bei deinem Geldkreislauf? 2500? 3214 ohne Steuer. Dafür hast du Biersteuer. Ja gut, das ist aber okay, das ist fair. Ist das so, ja? Ja, damit hier nicht die ganzen Besoffenen überall hinpissen und kacken, sondern damit, davon bezahlen wir die Straßenreinigung. Das fairer, nennst du fairer Deal, Tobi, fairer Deal. Und natürlich, um die Alkoholsucht ein wenig einzugrenzen. So, du weißt ja, wie das ist. Toll, danke. Ja, was das mit der Medizin auf einmal war, weiß ich jetzt auch nicht, dass da so viel gebraucht wurde. Verstehe ich nicht. Weiß niemand so genau. So,
Nicht mehr einen neuen Medizinmaker noch bauen, einen zweiten oder was? Ja, hatte ich bei mir auch schon überlegt, aber eigentlich nur, weil dann kann ich ein bisschen was verkaufen vom Überschuss. Aber momentan geht's eigentlich, hält sich alles gut die Waage. Ich hatte 400, ich habe nur noch 30 jetzt. Das verstehe ich nicht so ganz. Hey, das ist aber merkwürdig. Manchmal das Gefühl, das machen die extra in dem Spiel. Das wird so ein bisschen so, weißt du? Ich habe das Gefühl, wenn man das Spiel startet oder lädt, dass dann nochmal kurz alles ein bisschen aus den Fugen gerät irgendwie. Wenn du Medizin brauchst, sag Bescheid, ne? Ja, ich kaufe jetzt erstmal ein bisschen was. Außer du hast zu viel und musst Platz schaffen. Dann kaufe ich die dir natürlich lieber ab. Ja, also Medizin habe ich nicht immer zu viel, aber ich habe... Wie viel habe ich denn? 1460. Wow. Ich produziere schon vielleicht... Du verkaufst immer noch Orangen. Ich produziere... Ja. Gut, soll ich vielleicht mal ausstellen, weil jetzt brauche ich langsam selber. Ich kann auch wieder Stein sammeln. Nice, okay. Okay, dann kann ich noch ein zweites Warenhaus für Stein hinsetzen, eventuell. Ja. Und dann brauche ich noch das dritte Warenhaus direkt mal dahin. Das klappt sehr gut. Und hier unten können noch Häuser hin, weil die sind dann immer noch in diesem Einzugsbereich hier. Falls man die da haben will. So. Gut, es lübt, aber das Einzige, was noch nicht so lübt, ich brauche auf jeden Fall noch Nahrungsproduktion. Eine bessere. Oh, der Fische ist jetzt auch beruhigt. Sehr gut. Hier ist Holz. Hier würde ich einen Stein machen. Stein. Wie viel Stein habe ich denn noch, wenn ich jetzt hier wieder so viel baue? Okay. Kostet immer 70. Und hier... Alles außer Stein? Ich bin unsicher. Orangen. Natürlich Orangen. Okay, du brauchst Medizin, ne? Oder? Oder nicht? Ich hab zur Not auch noch Herbs, also kein Stress. Wie viele Herbs hast du? 407. Achso, ja, easy. Also sag Bescheid, wenn du was brauchst, ne? Ja. Ich habe jetzt ein bisschen Medizin im Trading Post geholt, alles gut. Alles klar, das ist ja gut, Tobi. Das ist ja gut. Ich habe auch fast kein Bier mehr, was ist denn da los? Hä? Was stimmt hier nicht? Ja. Der hat fast kein Bier mehr. Kommen gleich wieder die Flüchtlinge zu dir rüber, pass auf. Wahrscheinlich. Ich war mal beim Schlecker, Tobi. Boah, Schlecker, ey, rau. Aber die Flasche nehme ich wieder mit, da ist Pfand drauf. So nötig war das mit seinen 3.400 Einkommen. Es sind noch 3.200, ich weiß nicht, das schwankt immer ein bisschen. So, Storage to Farm, da ist er gleich fertig, glaube ich. Ne? Hier ist noch ein Haus. Taverne. Oh. Das geht mir alles zu schnell. Gut, ich glaube, mein Blueprint-Vorhaben lasse ich mal lieber sein. Stete Planung im Voraus ist keine gute Idee. Wenn die jetzt alles sofort bauen, ist das schwierig. Puh, ja, Bäcker laufen. Aber die Bäcker kriegen das Mehl nicht weg. Ich habe zu viel Weizen, ich habe zu viel Mehl. Es wird einfach nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bäcker. Ah, ich habe 8 Bäcker und immer noch zu wenig Brot. Ja, ich sag doch, das ist mit den Bäckern irgendwie ganz komisch. Und die habe ich auf Full Production gerade schon. Ja, die produzieren halt super wenig. Ich verstehe nicht warum. Das ist mir aber. Okay. Ein absolutes Rätsel. Ja, ich packe nochmal ein Productivity Book rein.
wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Okay, mehr Bäcker baue ich aber jetzt nicht. Fishing. Ein Präservoir, lass ich mal. Ich glaube, ich gehe jetzt nur noch auf Wildcards. Oder fast nur noch auf Wildcards. Obwohl, ein Warenhaus kann ich wieder mitnehmen. Okay. Also ich bin echt kurz davor, diese scheiß Pig Ranch hier abzureißen. Alle. Ja, weil die wieder null haben, ne? Ja, und dann Felder hinzumachen, weil es ist halt einfach. Ich habe auch noch eine Schafsranch da oben. Die hat Production per Season null. Also none. Okay, weird. Versteh's nicht. Die machen nicht mal Wolle. Oh, da ist gar kein Weg dran. Oh. Super weird. Keine Ahnung. Das verstehe ich auch nicht. Warum ist da denn Storage too far jetzt? Stimmt doch gar nicht. Hä, das ist doch direkt ums Eck. Quasi. That I do not understand. Why is this storage too far? Not enough input resource. Okay. Ich glaube, ich brauche noch ein drittes Weinfeld, wie es aussieht. So, glaube ich, 8 mal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Und hier wird es ein bisschen düster. Egal, eins passt noch hin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Schweinefelder, ein paar Schweine und so hinbauen. Wie viel Arbeiter brauchen die? Eins nur? Fressen 3500 Brot, Alter. Was ist denn mit denen? Haben sie doch nicht mehr alle. Was willst du machen? Boah, Cattle Ranch braucht immer noch 10 Eisen, stimmt ja. Oh. Okay, das ist ein bisschen größer als ich dachte. Scheiße. Ich dachte, das passt noch. Boah, wie viel Platz die Dinger noch brauchen. Kann ich eigentlich sowas hier abreißen? Ancient Shrine? Jo, ist abgerissen. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich bestimmt Pech, 30 Jahre. Morgen Tsunami über deine Insel. Ja, nun. So, das hier war Lamb, Beef, scheiße, ich komme an Pick nicht ran, an Pork, meine ich. Ah, scheiße. Ich dachte, ich kann das dann aufteilen. Wäre perfekt für Schweinefarmen hier oben. Schweinefarm, Schweine da. Die anderen sind genauso groß, okay. Bild und Desert. Okay, Schweinefarm kann man auch Wüsten nicht bauen. Oh, ist alles kacke. Kann man nicht? Nee, offenbar nicht. Ja, das ist aber kritisch, du. Das ist enttäuschend und beängstigend zugleich. So, wie sieht's aus mit Holz? 166. Sammelt jetzt hier ein. Obwohl. Doch, ich glaube schon. Nach und nach. Fruit Gatherer. Achso, das ist ja auch noch Fruit, okay. Was mache ich denn, wenn der Quarry, wenn das abgeerntet ist? Abreißen einfach, ne? Abreißen und woanders wieder aufziehen im anderen Kartenstück. Okay. Das geht ratzfatz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo baue ich denn jetzt mal Schweine hin? Schicke Schweine.
Noch ein Medicine Maker vielleicht? Ja, mal gucken. Wozu eigentlich? Wozu brauche ich einen Medicine Maker? Wozu soll ich überhaupt noch Sachen verkaufen? Ach, der kostet auch noch 50 Eisen. Ne, komm, ich schmeiß den erstmal wieder weg. Ich guck mal kurz, ob ich eine Wildcard kriege oder irgendwas. Grundsätzlich nie. Hm? Grundsätzlich nie, wenn man eine braucht. Ja, dann nehme ich das Warehouse. Ich habe das Gefühl, die werde ich immer noch gut brauchen können. Immer noch Storage Tufa? Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht so weit weg. Das ist doch nicht so weit weg. Build a new storage nearby to ensure this building runs efficiently. Okay, dann mache ich das mal folgendermaßen. Ich mache dann mal so eine kleine Storage hier so. Ganz billig. Hm? Orange. Orange. Ed Yogi löft, Erik. Ed Yogi löft. Ja, nice, Tobi. Nice, nice. So, den Fruit Gatherer. Da mache ich mal ein bisschen Alert hier. Da können sie sich mal ein bisschen bewegen. Es wird trotzdem mehr Weizen. Es ist unfassbar. Ich glaube, ich muss eine Weizenfarm wieder abreißen. Dann mache ich lieber Cabbage oder sowas dahin. Ich würde gerne weitere Schweinefarmen bauen, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich will nicht so wirklich satt werden oder das nicht so gerne essen, ne? Das Weizen? Ja, nee, Cabbage. Achso, ich weiß nicht. Habe ich ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht so wirklich angebaut. Ich glaube, die mögen das nicht. Und diese Bäckereien bringen einfach zu wenig und man hat pro Bäckerei immer zwei Leute drin. Ja. Das kostet halt echt viele Arbeiter. Das ist krass, die bringen halt wirklich fast gar nichts, die Dinger. Ja. Also wenn ich auf Masse gehe, würde ich halt echt sagen, Schweine, Schweindingens, und die kosten zwar viel Platz, aber dafür brauchen die nur einen Arbeiter. Das, ja, aber die sind noch buggy, habe ich das Gefühl, ne? Buggy? Wieso? Ja, die Schweine fahren? Ja. Achso, ja, die Schweine, ja, doch, hast du recht. Schaffarm, weiß ich nicht. Die Schaffarm. Schaffarm? Also Schaf, wie gesagt, die eine hat Production immer noch einen Namen. Nee, mittlerweile 21. Aber das Ding ist voll bis oben hin, also ich habe keine Ahnung. Hm. Weiß ich. Was das ist. Ich müsste eigentlich in Essen schwimmen. Dachte ich auch, Tobi, das dachte ich auch. Ach, hier sollen noch Häuser hin, ne? Obwohl geht. Okay. Ich mache wieder schlau, wie ich bin, mache ich wieder Blueprints. Das geht. Ja, es geht darum. So. Und dann mache ich hier Schweinefarmen. Ich hoffe, das passt. Oh, 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 ja, 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 okay. Canopy Build und Desert. Ich hasse alles. Oh Gott, ist das ätzend. Ja, okay. So.
Also nochmal. Puh, das wird lustig. Okay. Smelter, Schmelter. Wildcard. Ich muss mal gucken, wie das mit so einem komischen Logistics-Office funktioniert, wie man da effizient austauschen kann. Das habe ich noch gar nicht gebaut, glaube ich. Wie du sagst. Das solltest du aber, Tobias. Bist du dir... Also ich glaube schon, dass es sehr praktisch ist. Gespannt. Ich hoffe, das taugt dir alles was, was ich gerade mache. Ach, Clearance. Was? 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 Clearance? Clearance, ja. Hast du was Clearance gesagt? Ja, kennst du nicht den Clearance? Clearance Hill oder was? Oh. Tobi, was soll ich denn da noch sagen? Gar nichts mehr. Fragst du mich? So, Steine kommen hier nicht sonderlich viele an, weil wir hier noch nicht viele Steinminen haben. Also die liefern ja, glaube ich, eh automatisch da oben rein, ne? Genau. Wobei, weißt du was? Hier set ich mal das Delivery Target jetzt hier unten hin. So, dann verteilt sich das hoffentlich ein bisschen. Oh Gott. Dann brauche ich aber einen besseren Weg. Die müssen jetzt hier rumeiern. So, kleine Abkürzung. So. Din, di, din, tin, ti. Til, din, ti, tin. Gib mir doch nochmal ein Marketplace jetzt hier, bitte. Na, oder eine Wildcard nehme ich auch. Junge, Junge, Junge. Okay, hab ich. Was ist hier los? Ich habe ein Medizinfeld weniger und krieg trotzdem mehr Medizin. Hatte ich als letztes. Ne, das kommt jetzt erst mit den erweiterten Farmen, okay. So, bin ich mal gespannt, ob das was wird. Das ist natürlich super ätzend hier. Da ist auch wieder eine Wüste. Oh, diese fucking Wüsten, ne? Ich hasse die alle. Läuft hier rum und beschwert sich, dass er obdachlos ist. Ja, dann such dir doch ein Zuhause. Das denke ich mir halt auch immer. Wer bist du denn? Komm mal her. 4 Jahre alt und heult rum, dass er obdachlos ist. Hä? In seinem Leben noch nichts geleistet, aber schon Ansprüche stellen? So, das hier wird auch nichts mehr, ne? Max O left your town, weil er homeless ist. Das ist der Bürgermeister unter neuem Namen gewesen. Maximilian oder was? Ja, Maxo heißt er jetzt. Maxo, alles klar, Maximilian. Super, super top secret mit dem Namen. Was für ein Lump. Alter, voller Lauch. Dieser Typ, ey. So, mal gucken, wenn ich jetzt einfach hier runterbaue. Elvis died of old age, Erik. Elvis. Zumindest wissen wir jetzt endlich, was geschehen ist. Ja. So. Schadet ja nix. Und dann noch irgendwie eine Brücke rüberbauen und dann Kotten sammeln. Das müssen wir auch noch machen. Junge, 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 Tobi. Das geht schnell, hör mal. Bist du müde? Ich bin immer müde. Ja gut, das kenne ich. Das kenne ich gut. Die letzten Jahre zum Standard geworden. Ja, ich kann auch mal schlafen. Wenn ich geschlafen habe, könnte ich wieder schlafen. Ach, das kenne ich oft. Oh, 3 Migranten von Tobi. Na, kommt mal rein.
Sag mal. Dann noch eine Immigrantenkarte ausspielen. So. Ah. Hast du schon, wie viele Häuser hast du denn gebaut? Kommst du mit dem Fressen überhaupt hinterher? Nö. Okay, okay. Das ist gut. Ein Problem, an dem ich gerade arbeite. Die haben angefangen, ich habe mir umgestellt wieder auf Auto, damit er automatisch alles macht. Und dann, ja, dann haben die plötzlich angefangen, alle Häuser zu bauen. Und tun es noch, wie ich gerade sehe. Das nächste Haus. Shit. Ja. Und jetzt habe ich halt lauter Häuser Leerstand. Und deswegen habe ich jetzt 97 Kinder. Oh. Ja. Das heißt, ich werde irgendwann Massensterben haben. Muss mich schon mal drauf einstellen. Ist ein bisschen wie bei Banished. Kennst du Banished Oxy-Action? Gut. Gut. Das ist ja echt. Entschuldigung. Wow. Entschuldigung. Du hast mir rausgebrochen. Wie Durchfall. Flalalalala. Bach. So, das sind zwei Fische. Ich könnte jetzt hier hinten bei dir anfangen, Provinzen zu dixen. Hm? Ja, hier zu claimen, könnte ich jetzt machen. Mache ich natürlich nicht, weil es Schwachsinn ist, aber ich könnte das machen. Achso, weil wegen Wasser übers Meer oder was? Ja, aber ich kann ja eh nichts zu dir rüberkommen, quasi. Ist ja eh Schwachsinn, aber ich könnte es machen, was eigentlich total sinnlos ist. Okay. Ah, ich sehe schon, du hast da rüber geclaimt, ich sehe es gerade. Und es gibt keine Möglichkeit, da jetzt rüber zu kommen? Nein. Kommt das vielleicht noch mit Schiffen? Ich habe da sogar schon ein Haus hingesetzt. Da stehen aber immer nur zwei, drei Rehe drumherum. Oh, ich sehe es gerade, ja. Ja, okay, das ist ja weird. Ja. Das heißt, du kommst ja gar nicht runter von einem Klotz? Na? Nope, nope, nope. Das heißt aber, du wirst bald an ein Limit kommen hier? Das sieht schon nach danach aus. Wir sind auf der mittleren Insel schon. Ja, ich sehe es gerade. Ja gut, Ozeanclaim selber geht nicht. Und dann eine Brücke rüberbauen, so eine 10-Meter-Brücke, geht auch nicht. Nee, geht nicht. Und die Inseln da oben, kommst du da theoretisch hin? Nee. Auch... Oh Gott, Tobi, mach keinen Scheiß, Junge. Was denn? Du mach keinen Scheiß, du musst doch irgendwie... Du musst dich auch weiter ausbreiten. Nö, geht nicht. Ist vorbei dann. Wobei man das ja auch erstmal am Laufen halten muss, ne? Ja gut, das stimmt. Oh, du hast bei dir richtig aufgeräumt mit den Schafen und sowas alles, ne? Ja, so ein bisschen, ja. Oh, was ist das denn? Au, oh, das ist Wein. Oh, so sieht Wein dann aus. Okay. Schön. Aber oben da auf der neuen Insel, wo ich hingebaut habe, das sieht halt einfach original aus wie ein richtig schöner Penis. Dieser Fluss, wenn du weiter rauszoomst. Schlomp. Das ist schön. Echt ein Knick oben da, ne? Aber das. Ah, ich sehe, du hast eine Fishing Lodge an deiner Eiche. Cool. Und ein Trading Board an den Balls. Alles klar, ja, okay. Mhm. Mhm. Und auch einen Charcoal Burner habe ich auch. Ah, ich sehe. Aber da oben, ja gut, da oben hast du noch ein bisschen Platz zum Ausbauen, aber dann ist ja halt wirklich Ende. Ja, das Problem ist, ich habe halt hier keine wirklichen Flächen. Flächen? Flächen, ja. Wo ich sagen kann, dass ich Holz auf Vorrat baue halt, weißt du? Ja gut, unten links, ne? Da könntest du vielleicht einen Holzfäller machen. Ja. Da brauchst du aber ein Lagerhaus statt ein Lagerplätzen, weil dann, wie gesagt, du sparst ja echt Platz dadurch. Ja, ich habe das noch nicht überall umgebaut mit den Lagerplätzen tatsächlich. Ah, ich seh's gerade hier, ja. Okay. Aber ist halt trotzdem schon kritisch. Ja. Oh weia, Tobi. Ich drücke alle Daumen. Das mit dem Rüberbauen ist natürlich doof. Vielleicht geht's auch irgendwie. Ich muss es nur mal lesen oder mal fragen. Vielleicht weiß das ja auch jemand. Oder mal ein anderes Let's Play angucken. Vielleicht hat das ja schon mal irgendwann jemand gemacht. Ja, oder Steam-Foren oder irgendwie sowas. Ja. Oder ich mach bei dir einfach Kidnap, dann hast du wieder eine Herausforderung. Erik. Nein, wozu? Ich hab 9 Kidnap-Karten. Leg dich nicht mit mir an. Die hast du gesteckt, oder was?
Nein, habe ich nicht. Das war ein bisschen krank. Ja, geringfügig. So, wird das denn hier mal was? Ich baue jetzt 2 neue Schweinerentschen. Also mit der Wüste ist halt echt blöd hier hinten. Gut, ich will mich nicht beschweren wegen Land oder so. Da habe ich ja ein bisschen mehr Glück. Wobei, ich hab mir wirklich am Anfang extra so ein Startgebiet genommen, wo ich mehr Land habe zum Ausbauen. Ja, hätte ich vielleicht auch machen sollen. Aber ich dachte ja eigentlich auch, dass man rüberbauen kann, so, weißt du? Hätte ich ja eigentlich auch gedacht. Oder mit dem Schiff. Zwei Städte quasi gemacht und dann wie bei Anno, zack, 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 zack. Ja, genau. Aber vielleicht kommt das ja auch noch, wie gesagt. Wahrscheinlich. Oder es geht schon und ich bin nur zu blöd dazu. Aber ich wüsste nicht mit was. Also, keine Ahnung. Ich habe jetzt alles erforscht bei Technology, was du dazu brauchst. Also, keine Ahnung. Bei Technology? Technology, ja. Mm, das ist von ihm. So ein neues Ding. Mm. Oh, okay, nice. Fällt mir gut. Kennst du dich halt uninformierter Snob natürlich nicht drüber aus, ne? Ich weiß. Ja, gut, ich habe Leute, die sich informieren. Tobi. Oh, ja, gut. Ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ne, Tobi, solange wie du Bock hast. Ja, ja, klar, ich habe ja noch viel zu tun. Solange es bei dir läuft, läuft's. Das Juri läuft bei mir. Richtig. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nächste Folge wieder, wa? Ja geil, freue ich mich drauf. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.